10 Jahren in Stuttgart gegründet und ist heute immer noch weltweit das einzige Orchester, was sozusagen Symphonik mit ethnischen Instrumenten aus aller Welt verbindet. In unserer kleinen Reihe, wo wir uns vorstellen, präsentiere ich heute ein Thema, was eigentlich alle kennen, Freude schöner Götterfunken von Beethoven, und zeige, wie dieses Thema im Orchester sich verändert.